Du liegst die ganze Zeit rum, magst es dich nicht zu bewegen, aber willst dich trotzdem bewegen? Dann habe ich die perfekten Übungen für dich. Stell dir vor, dein Hasslehrer steht vor dir. Und bam, klatscht ihn ein. Dann kommt dein arabischer Vater von rechts, dein Mobber von links, Polizei von hinten und jeden, den du noch so klatschen willst, von den Diagonalen. Danach kommt die nächste Welle. Du bereitest dich vor und bam, schlägst du sie alle in die Eier oder in die Eierstöcke. Hol die ganze Wut, die du hast, einfach raus und kickst sie allen in die Weichteile. Und das in alle Richtungen. So, dass keiner mehr von denen laufen kann. Dann kommt der Moment, auf den du schon immer gewartet hast. 1000 Jahre Schmerz. Dein Lehrer wird sich nie wieder hinsetzen können. Der arabische Vater fliegt hoch. Dem Mobber kommt die Scheiße wie immer aus dem Mund. Und du versuchst bei jedem Schlag so gut wie möglich auf die Form zu achten und tief in die Knie zu gehen. Dann stellst du dir vor, du hast richtig Hunger und willst nach Äpfel greifen. Aber du darfst deine Füße nicht vom Fleck bewegen. Vorne siehst du auch Äpfel und versuchst sie zu erreichen. Rechts und links genau das gleiche Problem. Und auch hinter dir versuchst du die Äpfel zu erreichen mit allem, was du kannst. Doch leider schaffst du es nicht. Und weil du verhungerst, stirbst du. Ende.